Ja, herzlich willkommen am Stand von Eizo, japanisches Traditionsunternehmen. Eizo ist das japanische Wort für Bild und genau darum kümmern wir uns. Also wir sind ein Spezialist für Monitorlösungen, für alle möglichen Spezialfälle und eben auch für den Kreativmarkt. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir haben eine spezielle Monitorserie, heißt Color Edge. Da geht es eigentlich immer nur um maximale Präzision, nämlich damit ich exakt das sehe, was in der Datei drin steckt. Und das ist das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, absolute Präzision. Und jetzt hier natürlich auf der IBC, vor allem im hochprofessionellen Bewegtbild-Content. Das große Highlight und seit vielen Jahren eigentlich so das Highlight-Dauerbrenner-Thema aus unserer Sicht ist das Thema HDR. Also Videocontent mit extrem großem Dynamikumfang. Und hier haben wir den brandneuen Color Edge Prominence CG1. Das ist unser neuer Referenzmonitor, der geht jetzt schon in die dritte Generation. Das Besondere daran ist halt, der ist extrem hell auf der einen Seite, der hat eine Maximalhelligkeit von 1000 Nits auf der einen Seite und gleichzeitig die Möglichkeit, extrem dunkle Schwarztöne anzuzeigen. Wir schaffen hier einen Kontrastumfang von 1.000.000:1 und das mit einer extrem hohen Präzision, wie man das von einem Referenzmonitor natürlich erwarten muss. 1000 Nits Maximalhelligkeit reicht aus, wenn man dazu die passenden Schwarzwerte hat. Uns ist wichtig, dass wir kein Local Dimming haben, wo andere Mitbewerber drauf setzen, höhere Helligkeit, aber Local Dimming. Aber wir sind der Meinung, bei einem Referenzmonitor ist Local Dimming eigentlich etwas, was man nicht haben möchte. Und das war für uns die Entscheidung, auch bei der neuen Generation, eben diese Werte, die für HDR-Content mehr als ausreichend sein dürften, beizubehalten und eben auch weiterhin auf Local Dimming zu verzichten, weil wir der Meinung sind, das kompromittiert halt die Aussagekraft des Monitors. Und das möchten wir bei einem Referenzgerät natürlich vermeiden. Es ist ein 30,5 Zoll LCD-Monitor, DCI 4K-Auflösung. Die Innovationen daran spielen sich einerseits auf der Darstellung ab. Wir haben ein komplett neu entwickeltes Panel, neue Algorithmen, haben da die Bildqualität im Vergleich zum Vorgängermodell nochmal spürbar verbessern können. Und auf der anderen Seite spielt es sich im Bereich der Anschlüsse ab. Was jetzt hier neu ist, ist der Microfiber IP-Anschluss ST2110, den wir ergänzt haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch den HDMI-Anschluss verbessert. Das, was wir jetzt unterstützen können, ist, dass wir 12-Bit 4K-Material unkomprimiert darstellen können. Eine weitere Besonderheit, die aber jetzt auch schon in die zweite Generation geht, das heißt, die auch der Vorgänger schon hatte, ist der eingebaute Kalibrierungssensor. Damit muss man also nicht in regelmäßigen Abständen einen externen Kalibrierungsexperten kommen lassen oder es selber kalibrieren mit einem externen Sensor, sondern man kann das mit dem internen Sensor machen und das Schöne ist, man kann das automatisieren. Das heißt, man muss sich nicht die Mühe machen und das aktiv tun, sondern man kann ihm sagen, mach das bitte jeden Monat am ersten Sonntag im Monat nachts um 2 Uhr, wenn da keiner vorsitzt und dann kalibriert er sich selbst, ohne dass man sich drum kümmern muss und ohne dass man es auch vergessen kann. Das ist natürlich sehr komfortabel. Die Preise stehen noch nicht ganz fest, aber wir streben an, uns ungefähr auf dem Niveau des Vorgängermodells, dem Prominence CG3146, zu bewegen. Und der liegt so bei netto ohne Mehrwertsteuer 28.000 Euro plus minus. Produktion startet Ende des Jahres und Anfang des Jahres wird er dann auf den Markt kommen.